Ich brauche sehr viele Pausen. Das habe ich mir am Anfang nicht zugestanden. Aber dann ging es einfach nicht mehr. Wenn ich ein Gipsbein hätte, würde es jeder verstehen. Aber ich habe kein Gipsbein und schwanke trotzdem beim Gehen. Es ist, als ob ich schon am Morgen betrunken wäre. Ich plane meinen Tag schon so, dass ich Sachen nicht lange tue. Meine Arbeitszeit ist von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Und dann muss ich mich erst einmal hinlegen, damit ich am Abend überhaupt noch Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Fatigue ist ein zentrales Beschwerdebild innerhalb der multiplen Sklerose, was die Patienten außerordentlich beeinträchtigen kann. Wissenschaftlich unterscheiden wir mittlerweile das subjektive Phänomen, die Fatigue, und unterscheiden dies von der objektiven Änderung des Leistungsvermögens, der Fatigability. Mein Name ist Milena Gölz und ich habe an der Universität Konstanz Psychologie studiert. Meine Masterarbeit habe ich in der Arbeitsgruppe Motorische Kognition und Neurorehabilitation unter der Leitung von Dr. Jennifer Randerath und Sarah Stoll geschrieben. Die Arbeitsgruppe arbeitet in enger Kooperation mit dem Luria-Institut für Rehabilitationswissenschaften und Gesundheitsforschung an den Kliniken Schmiede. In meiner Masterarbeit untersuchte ich den Zusammenhang zwischen subjektiven Empfindungen von Erschöpfung, die sogenannte Fatigue, und objektiv messbaren Leistungseinbußen, die sogenannte Fatigability. In meiner Studie habe ich mir genauer angesehen, wie Personen mit Multiple Sklerose auf Belastung reagieren. Dabei nahmen sie an einer 3 Stunden dauernden Testbatterie kognitiv belastender Aufgaben teil. Jeweils vor und nach der Intervention bearbeiteten die Versuchspersonen zur Messung der objektiven Ermüdung eine Reaktionszeitaufgabe. Um auch die subjektive Ermüdung zu erfassen, wurde von den Personen ein Befindlichkeitsfragebogen ausgefüllt. In einer zweiten Bedingung wurde anstelle der Belastungssitzung eine 30-minütige Entspannungssitzung durchgeführt. Zu Beginn und Ende der Sitzung wurde wieder die Reaktionszeit gemessen und die Befindlichkeit abgefragt. Die Ergebnisse zeigten tatsächlich signifikant längere Reaktionszeiten und eine verschlechterte Befindlichkeit nach der Belastungsmanipulation im Vergleich zur Entspannung. Es konnte jedoch in unserer Stichprobe kein signifikanter Zusammenhang zwischen Fatigue, also der subjektiven Erschöpfung, und Fatigability, der objektiv gemessenen Erschöpfung, gefunden werden. Damit ist diese Frage endgültig beantwortet und die Studie verdient eine außerordentliche Würdigung. Auf Grundlage der Ergebnisse haben wir ein Arbeitsmodell entworfen, das zusätzlich eine State- und eine Trait-Variable einführt. Es wird also zusätzlich zu der subjektiven und objektiven Erschöpfung auch zwischen einem andauernden Zustand, also einem Trait, und einem vorübergehenden Zustand, einem State, unterschieden. Für den klinischen Alltag, insbesondere im Hinblick auf die Diagnosestellung, ist es daher besonders relevant, sowohl die subjektive als auch die objektive Erschöpfung in die Einschätzung der Beeinträchtigung mit einzubeziehen. Darauf basierend können dann die richtigen Therapieoptionen ausgewählt werden. Ganz herzlich möchte ich mich für den Stiftung Schmiederpreis bedanken. Ich freue mich sehr über die Wertschätzung, die mir damit entgegengebracht wird.